Ich weiß nicht, ob das hier die richtige ist. Da wurde immer von einem Fake gesprochen. Aber hier ist zumindest schon mal, das sieht aus wie TBS. This is the end. Beautiful friend. This is the end. Der Apecache ist sowas wie der heilige Gral auf diesem Planeten. Nichtsdestotrotz, da gibt es also wirklich nichts anderes. Und da kann man auch schreiben, dass in Deutschland oder Europa Caches gibt, die wirklich findenswert wären. Ich könnte im Moment keinen sagen, der wirklich so wie der Apecache wäre. Also der Apecache ist wirklich die Nummer 1 auf dem Planeten hier. Ungefähr 10 Kilometer bis Intervall ist. Wir versuchen uns zu beeilen, bevor General Tate und sein Kriegeraffe den Orkschädel dahin bringen. Wir waren aus dem Supermarkt, da gab es Riesenwürste und jetzt sind wir wirklich ganz gespannt, wie das in Ribeirão Grande aussieht, aber vor allem in Intervalles, in Parque Estatual Intervalles, wo wir den letzten Ape Cache dieser Welt finden werden. Also, Enrique, Rudi. Ape. Ribeirão Grande ist die Hauptkirche für den heiligen Grande. Oh, Alice. Das war nicht gut, das war nicht gut. Das bleibt für uns. Die Piste verlassen, jetzt sind wir wirklich auf der Schotterpiste, Rote Erde heißt das, Richtung Intervalles. Es geht berghoch. Wir müssen jetzt eine Brücke überqueren, die uns zum Elb führt. Ganz kurz hier. Da geht's runter. Aber der Elb ist nicht mehr so weit. Nächste Anspannung. Und General Tate und seine Hornen sind auf dem Weg auch. Rudi, lass uns nach Hause gehen. Nix. Jetzt sind wir so nah dran. Ich fasse es nicht, das ist ein Schleifer hier, ein Treiber.
There's danger on the edge of town. Oh mein Gott. Oh, das ist er, hol da raus. Hol ihn. Oh mein Gott. Er ist da. Enrique. Jo, Rudi, haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Perfekt. Ich bin auch mal einmal frei. Das ist echt geil. Ja, wir haben den Ape. Wir haben den Ape, ja. Wir yeah. Get down, get down. Es waren wirklich Herausforderungen, es sind keine Sissy-Caches. Nicht, dass man denkt, dass man hier irgendeinen Pfad gehen kann und dann zum Döschen geführt wird. Nee, man musste sich den Weg wirklich freikämpfen, um zum Cache zu kommen. Sag mal, zum Jesuita-Trail, würdest du jetzt ins Mönchsorden gehen, um so einen Trail nochmal zu gehen? Also ich würde es wahrscheinlich machen. Dieser Cache war die Herausforderung pur. Und wir waren noch bei der Giant Ants Ring. Das ist so eine riesen Fledermaushöhle. Da ist tatsächlich auch eine Fledermaus auch rumgeflogen. Das war wahnsinnig. So nah habe ich eine Fledermaus noch nie gesehen. Die war vielleicht so 60 cm von mir entfernt, vielleicht weniger sogar. Weiß ich nicht. Wir waren auch bei dem Slaughtering Stone, das ist auch ein riesen Stein gewesen, wo die Indianer früher Opfergaben gemacht haben. Das ist ja das Souvenir von dem FDF gewesen, von dem Park Intervalles. Es ist eine Reise wert auf jeden Fall. Und ja, dem ist glaube ich jetzt momentan auch nicht mehr zuzufügen. Vielleicht haben wir morgen noch einen Erdkisch. Aber dann brauchen wir noch die Koordinaten. Der ist, glaube ich, jetzt seit gestern oder vorgestern gepublished. Das hatten wir natürlich nicht in unseren Pocket Queries, aber... Essa gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gata,
Rudi, so befindest du dieses Cash hier? Ich finde es super, ich finde es ganz fantastisch. Hier läuft alles. Ja. Corcovado. Cristo Redentor. Ja. Oi. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Mais tarde tem balada, quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata me liga, mais tarde tem balada, tem Gustavo Lima até de madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê. Ich bin hier in Intervallis und habe... Was?